Herzlich willkommen im Entrepreneurship Center. Mein Name ist Bianca Engelmann und ich bin Gründercoach. Wir begrüßen hier alle Ostfalia-Angehörigen und junge Leute, die sich für das Thema Existenzgründung interessieren. Wir haben verschiedene Lehrangebote und unterstützen euch mit unserem Netzwerk von der Idee zur Marktreife. Zusammen werden wir eure Idee weiterentwickeln. Herzlich willkommen im Entrepreneurship Center. Wir hatten ja schon E-Mail-Kontakt miteinander. Wie bist du denn aufs Entrepreneurship Center aufmerksam geworden? Kontakt könnt ihr mit uns aufnehmen auf Messen, hier direkt im Center in Wolfenbüttel oder in den Entrepreneurship Center Büros an den jeweiligen Standorten. Ich bin Sina, dein Gründercoach. So, wir sind jetzt hier im Kennenlerngespräch. Das Kennenlerngespräch ist der erste Kontakt, den ihr mit dem Entrepreneurship Center aufnehmt. Ihr braucht dazu keine großartigen Vorbereitungen, außer vielleicht, ihr müsst mit einem Gründercoach einen Termin ausmachen. Im Kennenlerngespräch geht es erstmal darum, dir die Möglichkeiten aufzuzeigen, die das Entrepreneurship Center bietet. Und zu gucken, wie weit bist du in deiner Idee, wie ist dein Status und wie kommen wir dann zusammen? Und jetzt bist du hier in unserer Ideenküche. Das Kennenlerngespräch findet in erster Linie in der Ideenküche statt. Hier gibt es Wasser und Kaffee und Kekse und ein netter Coach, der euch begrüßt. Dann erzähl mir doch einfach erstmal von deiner Idee. Wie bist du denn zu deiner Idee gekommen? Hast du da schon mal was gemacht oder ist dir das spontan in den Kopf gekommen? Hast du schon mal darüber nachgedacht, deine Abschlussarbeit in deinem eigenen Unternehmen zu schreiben? Bist du mit deiner Idee alleine oder hast du schon einen Partner oder eine Partnerin? Wie weit bist du mit deiner Idee? Wundert euch nicht, dass euch viele Fragen gestellt werden, denn das geht in erster Linie darum, euch näher kennenzulernen und auch uns näher kennenzulernen, weil wir in Zukunft mit euch arbeiten möchten. Als Gründercoach helfe ich dir, ich unterstütze dich, aber ich arbeite nicht mit in deiner Unternehmung. Das machen die Gründer schon alleine. Was denkst du oder welche Vorstellung hast du davon, wie das Entrepreneurship Center dir helfen kann? Das Entrepreneurship Center unterstützt euch mit vielen Angeboten, zum Beispiel die Summer und die Spring School. Dort kann jeder, der sich für das Thema Existenzgründung interessiert, teilnehmen, auch ohne Idee und Vorwissen. Wir unterstützen euch mit vielen Workshops und Lehrveranstaltungen oder aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten, um eure Idee voranzubringen. Wir sind jetzt ja im Kennenlerngespräch. Wir würden jetzt noch nicht explizit auf deine Finanzierung eingehen, aber ganz klar, Teil unserer Aufgabe ist es auch, mit dir gemeinsam die Fördermöglichkeiten durchzugehen, zu gucken, ob es für dich eine Finanzierungsmöglichkeiten gibt und überhaupt erstmal rauszufinden, wie groß ist denn dein Kapitalbedarf. Zum Beispiel geben wir Hilfestellungen in Sachen Evaluierung von Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Du als Coachy kannst mir als dein Coach den Businessplan schicken. Und wir gehen den dann gemeinsam durch und ich habe dann ein paar Verbesserungsvorschläge oder einfach, ich hinterfrage deinen Businessplan. Und der Anwendungszweck für einen Businessplan könnte sein ein Wettbewerb oder ein Bankgespräch. Und da sollte man schon den Schwerpunkt im Businessplan unterschiedlich legen. Der Banker legt Wert auf den Zahlenteil, der muss solide sein, das muss nachhaltig finanzierbar sein. Und der Wettbewerb möchte eigentlich eher eine innovative, kreative Idee. Und da würden wir schon anders an den Businessplan rangehen und dir dabei auch helfen, den unterschiedlich zu formulieren und zu strukturieren. Hier im Center findet ihr auch Räumlichkeiten, zum Beispiel den Coworking Space oder einen Inkubator. Wenn du gründungsaffin bist, eine gute Idee hast, Zeit hast, dann kannst du hier ein Büro haben und kannst hier arbeiten. Es ist so, dass wir 3 Inkubatoren zur Verfügung haben. Inkubator ist ja eigentlich eine Brutzelle. Das heißt, die Gründungen können dort brüten. Im Sinne von, du musst noch nicht gegründet haben. Du kannst aber auch erstmal in den Coworking Space gehen. Das ist unverbindlicher, hat man mehr Freiheiten. Man hat aber auch nicht so viel Privatsphäre im Sinne von, der Schreibtisch gehört nicht dir, sondern den darf jeder benutzen. Wenn ihr fachkundige Hilfe braucht, haben wir ein großes Netzwerk, mit dem wir euch gerne dann Kontakte vermitteln. Und es wäre schön, wenn du mich zuerst ansprichst. Also egal, welche Belange du hast, Marketing, Finanzen, Businessplan, bitte sprich mich zuerst an
und ich kümmere mich dann drum, spreche andere aus dem Team an, organisiere dann den nächsten Kontaktpartner oder den nächsten Ansprechpartner, der themenbezogen dann am besten dazu passt. Wir sind mit der Region hier sehr stark vernetzt. Unser Netzwerk bieten wir natürlich auch den Existenzgründern der Ostfalia an. Hier können wir euch Kontakte vermitteln zu professionellen Beratern, auch was Sachen Recht oder Finanzierung angeht. Also im Kennenlerngespräch muss man nichts mitbringen. Wir machen erstmal die Statusabfrage und dann im zweiten Schritt legen wir fest, wie es weitergeht, machen einen Folgetermin. Genau, also ich würde jetzt gerne den nächsten Termin mit dir vereinbaren, damit wir uns wiedersehen und dann auch konkret werden. Ganz speziell auf deine Bedürfnisse. Und damit du nicht mit leeren Händen nach Hause gehst, habe ich für dich noch ein bisschen was. Wir haben unter anderem den Report, unseren Entrepreneurship Center Report. Da sind Gründungen drin. Vielleicht inspiriert dich das. Wir haben aber auch Glückskekse. Da sind ganz nette Botschaften drin verpackt. Oder auch unseren Bierdeckel, den du gerne dir auf den Schreibtisch legen kannst, um deine Geschäftsidee dort zu verewigen. Unsere Dienstleistungen oder das Angebot des Entrepreneurship Centers kannst du dann einfach nochmal im Flyer nachlesen oder auf unserer Internetseite steht auch nochmal alles. Ansonsten haben wir auch einen YouTube-Channel, wo du dir gerne nochmal verschiedenste Interviews und Themen anschauen kannst. Wenn euch also jetzt auch für Existenzgründung interessiert, freuen wir uns, euch hier begrüßen zu dürfen. Ihr wisst ja jetzt, wo es lang geht. Und ich kümmere mich drum, dir zuzuarbeiten und dann sehen wir uns in 2 Wochen und kümmern uns ganz explizit um deine Bedürfnisse. Aktuelle Informationen findet ihr auf der Internetseite unter www.liebergründen.de.